In diesem Video lernst du, wie du 5 Anfängerfehler in League of Legends vermeiden kannst. Fehler 1. Nicht die Wards benutzen. Setzt immer Wards, weil diese vorteilhaft für euer Team oder euch sind, denn sie zeigen euch früh Gefahren und ihr könnt besser auf die Bewegungen und Rotations des Gegners eingehen. Gewardet wird meist in Büschen oder nah bei Objectives, um im ersten Fall Face-Checking zu vermeiden und im zweiten zu wissen, ob sich ein Gegner an einen Objective vergeht. Zusätzlich sei zu sagen, ihr haltet auch mehr Informationen über den Gegner, indem ihr wardet, denn es aktualisiert sich nur sein Inventar, wenn ihr Vision auf den Gegner habt. Das bedeutet zum Beispiel im Fall des Junglers, dass ihr den Jungler, wenn ihr ihn nicht seht, nicht wisst, was der für Items hat. Aber wenn ihr wardet und der sich im Jungle bewegt, dann könnt ihr sozusagen die Items erkennen dann daraus. Fehler 2. Nicht richtig farmen. Minions sind die wichtigste Goldquelle im Spiel. Ihr solltet lernen, sie Last zu hütten. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Schaut es euch doch gerne an, indem ihr einfach nach dem Video einfach auf das empfohlene Video klickt. Beachtet zudem, dass Türme nicht zu unterschätzen sind, denn diese bringen bei Zerstörung lokales und globales Gold. Bei der Zerstörung des ersten Turmes bekommt ihr 150 zusätzliches Gold und das reguläre Gold, das sich auf 250 Gold beläuft. Und dazu das globale Gold, was sich nochmal auf 50 Gold beläuft. Also insgesamt 450 Gold. Aber das war noch nicht alles. Dazu kommen dann noch die Platings, die sich dann nochmal auf 160 Gold pro Stück belaufen. Diese sind aber nur bis zur Minute 14 verfügbar, also müsst ihr davor die Platings bekommen. Drachen, der Rift und der Bären sind nicht zu unterschätzen. Versucht, wer möglich, immer für einen der genannten Objectives zu spielen. Denn alle haben gute Vorteile für euer Team. So zum Beispiel der Rift Herald. Er kann sehr gut Türme schnell und effektiv zerstören. Versucht immer eine gute Kill- und Farmbalance zu finden. Nehmt nur Fights, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr sie gewinnt. Fehler 3. Nicht bei Kämpfen helfen. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler in League of Legends. Eure Präsenz im Teamkämpfen kann das Spiel verändern. Wenn ihr da seid, kann der Gegner eventuell keinen Kampf starten oder ihr seid klar im Vorteil. Wenn der Jungler um Hilfe pingt und du im Vorteil bist auf deiner Lane, dann helfe deinen Jungler bei den Objectives, die er gerade contesten möchte. Dadurch kommt euer Team ahead, weil die Objectives, wie schon vorher gesagt, wichtig sind. Als Team könnt ihr auch Objectives contesten, also anfechten, um diese zu klauen oder das Objective selber zu starten. Helfe anderen Spielern im Kämpfen, dann kannst du selber erfolgreich in LoL werden. Der vierte Fehler: Nicht Summoner Spells benutzen. Was ich nicht nur bei Anfängern beobachte, ist die Tatsache, dass die Leute nicht ihr Flash oder zum Beispiel hier benutzen, also ihre Summoner Spells. Der Summoner Spell hier kann dich retten. So zum Beispiel auf der Botlane. Als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal ein fiktives Szenario. Zum Beispiel dein Support ist gerade dabei zu sterben, weil er ignited worden ist. Wie kannst du ihm helfen? Indem du einfach deinen Heal benutzt. Klar, es hört sich jetzt dumm an, dass ich jetzt mit Summoner Spells komme, aber die meisten Neulinge benutzen diese tatsächlich nicht. Wenn du Flash freigeschaltet hast, solltest du diesen immer mit dabei haben, weil der dich retten kann. Bestimmte Champs brauchen den nicht, aber das erwähne ich jetzt hier nicht. Das kannst du googeln. Der fünfte und letzte Fehler. Nicht aus seinen Fehlern lernen. Schön, oder? Ein Fehler, der ein Fehler ist. Ja, den Tipp, den ich dir jetzt an Herz lege, ist eigentlich sehr wichtig, ja? Also, das ist der wichtigste Tipp, den ich dir, glaube ich, jetzt hier in dem ganzen Video geben kann. Und zwar ist es wichtig, dass du einfach aus den Fehlern lernst.
guck dir am besten ein paar Videos an auf YouTube hier, wie zum Beispiel, ja, bild dich einfach weiter hier, wie du es gerade tust. Das ist jetzt so ein bisschen mehr Real Talk hier, also ich werde jetzt ja auch nicht irgendwie eine skriptete Sache vorlesen, nein, das ist wichtig. Nimm auf jeden Fall die Kritik von deinen Mitspielern, sollten sie bei dir in Discord oder in TS oder auch was immer mit dir kommunizieren sein und du die Spieler auch, den Spielern auch vertraust, dann nimm die Kritik bitte ernst von denen, ja? Wer Leute, die jetzt im Chat irgendwie rumflamen, die brauchst du nicht ernst nehmen, aber bitte schau dich selber an und schau, was du verbessern kannst. Und du hast hier jetzt gerade schon eine Sache gemacht, um diesen Fehler zu beheben. Du hast dich weitergebildet und hast auf diesen Video geklickt. Danke, dass du das Video bis hier geschaut hast. Bitte schreib mir doch einfach mal deine Verbesserungsvorschläge unten in die Kommentare rein. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke.